Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider 2, die 20. Folge. In der letzten Folge, ja, die letzte Folge haben wir eigentlich nur damit verbracht, das hier alles zu suchen. Theoretisch, praktisch, gut. Nee, quadratisch, praktisch, gut. Ach, egal. Ja, quadratisch ist das Spiel allerdings auch. Ja, genau. Und warum ich eine reine Suchfolge gemacht habe, habe ich euch ja bereits erklärt. Ich habe damit nur gute Absichten verfolgt. Und ja, also das hier kommt mir bekannt vor. Oh, ein goldener Drache. Nimm ihn. Nimm ihn. Also da ist schon mal ein Schalter. Ja und? Was hast du jetzt genau geöffnet? Oh, das ist das hier. Das ist das, wo wir hier oben waren mit dieser hyperaktiven Kiste. Und ich hatte das mit der mit der Uni-Munition, nein, mit der Uzi-Munition gesehen. Und das hier ist doch diese Tür. Ja. Okay, es ergibt langsam alles einen Sinn. So, und das ist hier. Einfach nur weitere Zacken. Alles klar. Gut. Haben wir das geregelt? Also müssen wir jetzt erstmal da runter. Es ist irgendwie langweilig ohne Sound, oder? Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, was ich so großartig sagen soll. So, ich lade das mal, dass wir Sound haben. So. Alles klar. Glaubt ihr mir, wenn ich sage, dass ich theoretisch gar nicht hier runter will? Naja, was ist das hier? Hä? Moment, was kann ich... Wozu soll das gut sein? Ist das jetzt euer Ernst oder was soll das? Das muss doch hier irgendeinen Nutzen haben, irgendeinen Sinn. Das kann es ja wohl nicht sein. Eventuell und maybe. Eventuell und maybe habe ich eine Idee. Das war perfekt. Okay. Ich finde das irgendwie cool, wie sie Luft holt. So. Aber im Ernst, wenn hier nichts passiert, dann weiß ich auch gar nicht, was ich sagen soll. Also gut, hier ist auch eine Tür, die wohl oder übel geöffnet werden muss. Irgendwie. Die Frage ist halt, wie? Boah, da unten ist diese Karte, wo wir brauchen. Wie kommen wir hier runter? Vielleicht wieder über das Wasserteil und ich habe nur den Weg nicht gefunden? Was hat das eigentlich nochmal gemacht? Ach ja, es hat da oben die Tür geschlossen und geöffnet. Wir gehen jetzt nochmal hier in das Wasserlabyrinth. Willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Und also, ich muss es gestehen, ich habe in einem Lösungs in auf einer Lösungswebseite geguckt, nämlich laraweb.de, und dort stand, dass das da unten ein Fahrstuhl sein soll. Darf ich ehrlich sein, darauf wäre ich im Leben nicht gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier ein Fahrstuhl sein soll. Muss ich ehrlich dazu sagen. Ja. Jedenfalls. Tja. Benutzen wir den jetzt. So gesehen. Ich habe wirklich auch nur geguckt, ne, dass das ein Fahrstuhl ist und dass ich da rein muss. Also, ich habe mir nicht die komplette Lösung oder so angeguckt. Ich weiß nur, dass. So, und dass ich ihn drücken muss
Und schnell rein. Das wusste ich auch. So, ab jetzt ist es wieder blind. Dass das so langsam ist, beunruhigt mich irgendwie. Das beunruhigt mich irgendwie sehr. Ja, danke schön. Wozu speichert man? Na. Und das Telefon klingelt. Moment. Oh. Alles klar. Passender hätte das Telefon ja nicht klingeln können. So. Ganz ehrlich, ich hätte ja wohl auch ein großes Medipack nehmen können, anstatt zwei kleine, aber. Ich habe mich halt verschätzt. Macht ja nichts. So. Okay. Hätten wir das erledigt? Diese zwei Männer mit der Maske konnten uns nicht aufhalten. Eins, zwei, drei. Ist klar. Eins, zwei oder drei. Hier sind wir immer dabei. Zu dumm, dass es nur zwei Tore gibt. So, was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Ich nehme an, wenn ich den Hebel drücke, geht der Fahrstuhl wieder. Obwohl, vielleicht geht dann die Tür auf und ich kann ins Wasser. Na mach. Geh auf. Okay, der Fahrstuhl wollte doch hoch. Aber Moment. Ha! Haha, okay. Alles klar, das heißt, wir gehen wieder baden, Leute. Wo sind wir denn hier jetzt? Dö, 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 dö. Nee, es tut mir echt leid. Ich weiß echt nicht, was ich reden soll. Aber schön, dass es 16 Wege gibt. Wie immer. Was hasse ich ja. Wenn es zig Lösungsmöglichkeiten gibt. Ach, das ist nur so zum Luftholen, okay. Und zum Raufklettern. Ah, hier sind wir jetzt. Ah, okay. So, aber erstmal weiter tauchen. Hier ist doch bestimmt was unten. Es ist ein bisschen dunkel. Ich mache mal für euch eine Fackel an, dass ihr es sehen könnt. Dö-dö-dö-dö. Lara Croft Intro, obwohl es Indiana Jones Intro ist. Obwohl wir Lara Croft spielen. Oh. Wir sind hier bei dieser Karte. Yay. Wir haben die Karte gefunden. Ich kann das Levelende schon riechen. Ich kann's riechen. Es duftet nach rosigen Gebäckstücken. Seit wann riechen Gebäckstücke rosig? Nein, es riecht gut. Wow, ich habe wieder die Fähigkeit erlangt, Scheiße zu reden. Leute, ich habe die Lust am Spiel wieder entdeckt, indem ich einen großen Schritt weitergekommen bin. Jetzt sind bestimmt wieder 16 Millionen. Warum nehme ich immer die Zahl 16? Gegner, die oben auf mich warten, weil sie ebenfalls die rosigen Gebäckstücke gerochen haben und nun darauf aus sind, mir diese zu klauen. Aber da habe ich eine Botschaft für sie. Ich habe gar keine Gebäckstücke. Ich habe nur eine nach Computer riechende Karte. Ja, doof, ne? Na, wo seid ihr? Kommt, kommt. Ihr habt euch doch irgendwo versammelt. Ich kenn euch. Na, so.
Bartoli ist doch nicht dumm. Der weiß, dass Lara nicht so einfach auf. Nein, Schalter umschalten. So einfach aufzuhalten ist. Und so. Und darum. Ganz ehrlich, wenn die mal alle auf einmal losschicken würden und nicht überall verteilt stehen würden, wäre Miss Croft ja wohl echt ein bisschen auf. Na, Mano. Aufgeschmissen. Wenn sich alle mal versammeln würden und nicht. Da steht einer in 2 Minuten, steht wieder einer da. Das ist ja easy. So, wehe, man kann dich jetzt nicht einsetzen. Zack. Oha. Los, du könntest doch jetzt die Pistole hier durchstecken und den schon mal abschießen. Hey. Schießen ab. Mann. Also gut. Dann machen wir es eben anders. Wir sind Lara Croft. Dü 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 Agathe Bauer. Warum singe ich eigentlich die ganze Zeit so voll bescheuert? Ach, das wird jetzt lustig. Das wird jetzt so lustig, dass das ganz schön lustig wird. Das ist so extrem lustig, dass man gar nicht glaubt, wie lustig es eigentlich sein kann. Habt Spaß mit mir. Also, ich habe schon einen Gegner gesehen. Wer weiß aber, ob nicht 10.000 Gegner da hinten sind. Und wieder mal weiß ich nicht, wo mein Gegner sich aufhält. Das liebe ich ja, wenn ich das nicht weiß. Dankeschön für diesen sinnlosen Sprung, den ich gar nicht wollte. Aber es war meine Schuld. Ich habe aus Versehen rückwärts gedrückt. So ist es ja nicht. Aber trotzdem. Du kannst auch mal mitdenken, Lara. Du kannst auch mal mitdenken, wenn es geht. Geht nicht, ne? Komm her. Ich warte auf dich. Ach Mann. So. Ah! Na, geh weg! Ah, wie viele seid ihr? Ja, was suchst du? Ich bin hier unten. Ja, so. Wieder kam sie um die Ecke. Ich sehe das schon langsam als Diskriminierung an. Die wissen nämlich, dass ich das spiele. Das wissen die. Eindeutig. So. Also, was ist das hier?